Der Mensch unterscheidet sich grundlegend von, sagen wir mal, einem Stein. Wenn er merkt, dass irgendwas nicht optimal läuft, muss er nicht einfach weiter rumliegen. Er kann sich eine Lösung ausdenken und schon funktioniert die Sache. Und beim nächsten Mal kann er gleich so handeln, dass das Problem erst gar nicht auftritt. Ganz schön clever oder sagen wir mal ruhig intelligent. Was der Mensch kann, soll auch das Stromnetz der Zukunft können. Es soll intelligent werden. Smart Grid, sagt man zu so einem intelligenten Stromnetz. Aber was genau steckt eigentlich dahinter? Ein intelligentes Stromnetz kann zum Beispiel erkennen, was gerade in ihm selbst passiert, ob alle Leitungen funktionieren und durch welche gerade wie viel Strom fließt. Welche Kraftwerke oder Windparks Strom erzeugen, wo Strom gespeichert oder hergeholt werden kann und wo der Strom hinfließt. Was dafür nötig ist? Okay, große Computer, gute Software, viele Messdaten, steuerbare Anlagen und Geräte und die digitale Vernetzung sämtlicher Akteure im System. So lassen sich Informationen austauschen und so können die einzelnen Teile des Systems intelligent gesteuert werden und sich aufeinander einstellen. Also vom Windpark über einzelne Stromleitungen bis zur Ladestation meines E-Autos. Aha, ist doch eine tolle Idee, wird so mancher sagen. Aber warum denn jetzt der ganze Aufwand? Das Netz hat doch bis heute auch so gut funktioniert. Ja, das stimmt. Aber unser Energiesystem wird immer komplexer. Das heißt, Millionen Anlagen kommen hinzu. Aber nicht nur erneuerbare Energieanlagen verändern das Netz, sondern auch die neuen E-Autos. Und wie wir damit umgehen. Wenn wir nämlich zum Beispiel alle zur gleichen Zeit unsere Autos laden, könnten Leitungen zeitweise überfordert werden. Gerade in den örtlichen Stromnetzen. Ein intelligentes Netz kann sich auch darauf einstellen. Bei hoher Netzbelastung zum Beispiel sorgt es dafür, dass dann die Autobatterie zu Hause einfach zeitversetzt geladen werden kann. Wenn es nachts geschieht, stört es keinen, auch wenn es dadurch länger dauern kann. Die Batterien sind am nächsten Morgen trotzdem alle ausreichend geladen. Wenn es mit unserem Stromnetz also weiterhin so gut klappen soll wie bisher, müssen wir es intelligenter machen, besonders die Verteilnetze, die auch unsere Haushalte versorgen. Natürlich können wir jetzt nicht einfach drauf losbasteln. Die gesamte Technik im intelligenten Netz muss perfekt zusammenpassen. Und dafür sorgt der VDE FNN. Seine Experten legen die Spielregeln für den Netzbetrieb detailliert fest und beschreiben auch, was Anlagen leisten sollen. Mancher wird jetzt sagen, oder sich sogar fragen, ist es überhaupt sicher, wenn das Stromnetz so abhängig von digitaler Technik ist? Und was passiert, wenn sie ausfällt? Auch darum kümmert sich der VDE FNN. Seine Experten untersuchen die Risiken und legen Anforderungen fest, die für Sicherheit in intelligenten Netzen sorgen. So wird das Stromnetz auch in Zukunft sicher und zuverlässig arbeiten. Und mein Stein? Ja, was ist mit diesem Stein? Ha, der bekommt von all dem nichts mit, ist aber auch kein Problem. Denn er soll doch einfach nur ein Stein sein.